Moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder Minecraft. Und ja, heute bauen wir uns zwei Eisengolems. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum rum und fangen direkt an und erschaffen unsere zwei neuen Freunde. Und ja Leute, ich habe euch in der Videobeschreibung meinen Shop, meinen Instagram-Account, den Kanal meiner Ente und den Kanal meines Alpakas verlinkt und auch meinen Discord-Server. Würde mich freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Aber jetzt genug, jetzt fangen wir mit dem Video an. Also Leute, wir befinden uns jetzt schon in Minecraft. Und dann würde ich sagen, holen wir uns gleich mal das ganze Eisen raus. Hier haben wir es. Und auch noch haben wir Kohle. Irgendwo nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Nee. Das heißt, wir müssen Holz als Brennstoffmaterial, also als Brennstoff benutzen. Da haben wir wirklich keine Kohle. Krass. Ja, Leute, dann würde ich sagen, wie schon gesagt, benutzen wir mal das. Achso, ich habe die ganze Kohle für die Fackeln ausgegeben. Also, ja, also legen wir mal das Holz rein und nehmen unsere Eisenspitzhacke hier und holen uns aus der Mine wieder. Leute, es ist schon wieder Nacht. Ja, aber ja, holen wir uns wieder mal Kohle. Und hier unser Fell, wie schön das halt einfach aussieht. Aber ja, gehen wir also in unsere Mine mal und holen uns dort mal etwas Kohle, dass wir chillen hier, weil ich chillen hier nirgends rüber. Da vorne sehe ich eine Spinne, oder ist das eine Fledermaus gewesen? Ja, das ist eine Fledermaus, ne, hier auch eine Fledermaus und ein Creeper. Nein, Leute, ich möchte den Creeper, komm schon. Okay, also ich wollte ihn eigentlich hier rauflocken, dass er dann dort hinten explodiert irgendwie, aber ja, der Creeper war wahrscheinlich nicht so überzeugt von dieser Idee und jetzt habe ich ihn. Das heißt, wir bauen erstmal unser ganzes Häuschen hier sozusagen wieder auf. Okay, das heißt, wir brauchen noch etwas Sandstein für Treppen und unser Haus. Ich hoffe, jetzt ist nicht irgendwo noch ein zweiter Creeper. Das wäre sonst blöd. Gerade sehe ich noch keinen. Okay, aber ja, hier bauen wir erstmal wieder zu, den Knopf wieder her. Und hier einen Knopf und dann gehen wir schnell rauf und craften uns nochmal 4 Stufen, obwohl wir könnten uns auch gleich 8 Stufen craften. So 8 Stufen, falls wir noch irgendwo mehr brauchen würden, also werden. Cool, 4 hätten auch recht, aber ja. Passt. Dann schauen wir jetzt mal hierher, ob hier nochmal irgendwo Kohle ist. Weil wir könnten hier nochmal eine machen so. Aber ob hier nochmal wo Kohle ist, könnten wir schnell schauen. Aber ich glaube nicht, da ich aus dieser Mine schon mal die ganze. Nein, hier ist doch noch Kohle. Die nehmen wir gleich mal alles mit. So. Und wie viel Kohle einfach ist. Dass wir eben genug Brennstoff haben für unser Eisenerz, dass wir die Golems spawnen können. Also, ja. Hier ist nochmal Kohle, hier ist auch nochmal Kohle. So, aber jetzt haben wir die ganze Kohle eingesammelt und bauen uns mal drauf. So. Dann schauen wir hier weiter, ob hier noch was ist. Lava, da möchte ich jetzt nicht reinfallen. Und ist hier nochmal Kohle? Nee. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt. Die Höhle ist, finde ich, irgendwie ziemlich klein, aber ja. Aber so. Gehen wir wieder rauf. Und hier können wir das theoretisch auch nochmal kurz schöner bauen. Ich weiß, es macht zwar keinen Sinn in Minecraft, aber ich finde, dass es einfach dann irgendwie schöner aussieht und was, aber ja,
So, dann gehen wir wieder rauf und werfen mal die ganze Kohle in den Ofen. Und zack, 13 Eisen haben wir schon. Das reicht gerade mal für einen Eisenblock, aber wir brauchen insgesamt für drei Eisen, also für zwei Eisengolems, brauchen wir insgesamt 8 Eisenblöcke. Und was wir auch noch brauchen, sind Kürbisse. Haben wir Knochen oder Knochenmehl? Hier. Knochenmehl. Das heißt, wir gehen jetzt schnell zu unserem Feld. Und was waren Kürbisse und was Melonen? Ich glaube, das waren Kürbisse. So, und ja, das waren Melonen und das waren Kürbisse. Könnte ich sowieso gleich mal alles hier schnell wachsen lassen. Okay, jetzt habe ich nicht mehr genug Knochenmehl. Aber ja, würde ich sagen, mache ich mir mal Knochen, habe ich hier nochmal. Mache ich mir nochmal etwas Knochenmehl. Hier ist das. So 15 Knochenmehl. Obwohl, ja, 33 Knochenmehl müsste reichen. Und dann gehen wir direkt mal zu unserem Feld und lassen mal alles wachsen. So, und warten, bis hier mein also die Kürbisse erwachsen sind. Und lassen auch gleich mal das ganze Eisen schmelzen. 10 Eisen ist wieder hier. Das können wir schon wieder zu einem Eisenblock, ich muss dafür aber in die Workbench gehen, einem Eisenblock kaufen. Würde ich sagen, lasse ich jetzt nochmal etwas Eisen schmelzen und unsere Kürbisse wachsen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, wir haben jetzt schon mal 18 Eisen. Das craft ich schnell zu Eisenblöcke. Jetzt haben wir 4 Eisenblöcke und 2 Kürbisse. Die Schere brauchen wir noch. Und dann würde ich sagen, spawnen wir einen Eisengolem hier und den anderen irgendwie dort drüben oder so. So, perfekt. Der eine Eisengolem geht schon. Ist hier ein Monster, weil er in diese Richtung rennt? Nein. Nein. Gut. Passt. Also ein Eisengolem wäre schon mal hier. Und jetzt holen wir uns nochmal die zweiten. Aber dafür brauchen wir noch mal etwas Eisen. Und dann würde ich sagen, lassen wir jetzt nochmal genug Eisen schmelzen, dass wir wieder 4 Eisenblöcke haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, ich habe jetzt genug Eisen. Ne, ich habe nicht genug, ich habe 7 Eisenbarren und man braucht aber 9 Eisen. Ich habe nicht genug. So, dann lassen wir doch mal schnell 2 Eisen schmelzen. Ein Eisen brauchen wir noch. Und ich habe mir gedacht, dass wir hier oben so irgendwie einen Amboss oder einen Zaubertisch herstellen. Und hier, wenn ich einen Amboss herstelle, werde ich wahrscheinlich mit Treppen so ja machen, also einen kleinen Halbkreis. Und wenn ich einen Zaubertisch mit Bücherregale. Aber ja, ich weiß noch nicht, was wir Enter bauen können, aber ob wir Enter Diamanten finden werden oder Enter genug Eisen haben, obwohl jetzt haben wir genug Eisen schon lange. Aber ja, dann legen wir das Eisenerz gleich mal zurück und die Kohle auch und craften uns nochmal einen Eisenblock. Aber ich denke eher, dass wir endlich genug Eisen haben werden für den Amboss. Aber ja, dann platzieren wir den zweiten Eisengolem, den wollte ich hier vorne platzieren. Aber da unser erster Eisengolem hier hergenannt ist, also eh nach dort genannt ist, platzieren wir den zweiten Eisengolem hier wieder hier. Und ziemlich, ja, das waren jetzt 8 Eisenblöcke, haben wir jetzt für beide zusammen gebraucht. Ein Eisenblock sind 9 Eisen,
Das heißt 8 mal 9. Ich wurde durch ein Phantom getötet. Leute, ich wurde. Ja. Aber 8 mal 9 ist 72, das heißt 72 Eisen haben wir jetzt verbraucht. 72 Eisen für 2 Eisengolems. Das ist über ein Stack. Leute, ich hatte vorher 7 Level und jetzt nur 4. Da oben ist dieses Phantom. Lassen wir es gleich nochmal auf uns zufliegen und schauen wir, dass wir es. Na, ist egal. Ja, 72 Eisen haben wir jetzt gerade gebraucht. Ja, Leute, aber trotzdem. 72 Eisen für unsere beiden Freunde. Und dafür werden sie uns, falls doch irgendwo Monster spawnen sollten, Zombies oder sowas, trotzdem beschützen. Und dann würde ich sagen, bauen wir nochmal schnell hier die Melonen und die Kürbisse ab. Und nochmal eine Melone. Nochmal einen Kürbis. Und so, dann würde ich sagen, legen wir das schnell in unsere Truhe. Und hey, wie geht's dir? Okay. Passt. Dann legen wir das jetzt schnell in unsere Truhe, die Melonenscheibe und den Kürbis. Ab und dann würde ich sagen, war's das jetzt. Also Leute, danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Morgen spiele ich Five Nights at Freddy's 3 wieder mal auf dem PC. Und der wird sicher auch spannend, Action und ja, uns würde freuen. Schaltet morgen wieder ein. Würde mich ziemlich freuen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Und bis dahin. Tschüss!